Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Augen auf, Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter die Mauer. Gerade erst zurückgeholt. Wir müssen weg hier. Okay. Lass mich nachdenken. Du brauchst eine Waffe, bevor die Gefallenen uns finden. Sie sind genau über uns.
Gefallene lieben die Dunkelheit, wir nicht. Ich suche uns ein paar Feuersteine. Und wieder eins dieser hochsicheren Militärsysteme. So wie ein paar Jahrhunderte Entropien, die gegen mich arbeiten. Sie jagen uns! Hier, ein Gewehr! Schnapp es dir! Ich hoffe, du weißt, wie man das Ding benutzt. Augen geradeaus. Achte auf dein Radar. Noch mehr, aber wir müssen durch. Nur weiter. Ein Beutedepot. Mal sehen, was drin ist. Lichtsensorminen. Bloß nicht berühren. Gefallenen sind hier präsenter, als ich dachte. Nur noch ein kleines Stück. Hoffen wir, dass da draußen noch etwas übrig ist. Das war ein altes Kosmodrom. Hier muss etwas Flugfähiges sein. Irgendwas teleportiert hierher. Gefallenen Schiffe! So nah an der Oberfläche? Du musst uns da vorbeibringen!
Empfange Signale eines alten Sprungschiffs. Könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Da ist dein Schiff. Du musst sie erledigen. Okay, mal sehen, ob ich uns hier rausbringe. Es liegt hier schon länger. Hat ewig keinen Planetarsprung gemacht. Zum Glück haben es die Gefallenen nicht ganz ausgeweitet. Fliegt es noch? Das kriege ich hin. Für den Orbit reicht es nicht, aber zur Stadt kommen wir damit. Und jetzt der Teleporter. Ich hol dich rein. Um die kannst du dich später kümmern. Jetzt geht's nach Hause. Willkommen in der letzten sicheren Stadt auf Erden. Dem letzten Ort, den der Reisende noch schützen kann. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Und in diesem Turm leben die Hüter. Es gab eine Zeit,
in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten, die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Da, auf dem Berg. Das Gebäude mit dem Radar. Das ist die Himmelswacht. Wir sind drin. Das war eine alte Anlage der Himmelswacht, die mit den Mondkolonien verbunden war. Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Wirklich niemand reinkommen. Oder raus. Was ist
viel Bewegung voraus. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden, gar nicht weit weg. Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Noch ein. Hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Wir nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie.
Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Da draußen, die Anlage. Sie öffnet sich. Unglaublich. Sie wird aktiviert. Anschiffe der Schar. Los, auf sie! Musst du es abschießen. Die Schar war seit Jahrhunderten nicht mehr auf der Erde. Diese Hexe kam vom Mond. Ich dachte, wir hätten die Schar dort unter Kontrolle. Die Dunkelheit könnte viel näher sein als wir denken. Gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Er lässt mich nicht rein. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Es könnte da draußen etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Ein Hüter kam hierher, um sich einen Weg in die Scharfestung zu bahnen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach da vorne.
Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten Gefallenenhaus an sich genommen hat. Teile dieser Ausrüstung wurden erst kürzlich benutzt. Gefallene reaktivieren keine alten Systeme, aber vielleicht der Geist des Hüters. Das war vielleicht zu gut gemeint. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Jetzt kannst du deinen Sparrow nehmen. Wir sind verbunden. Die Koloniebasis, nach der er gesucht hat, müsste auf der anderen Seite des Berghangs sein. Wenn sie noch steht. Tja, hierhin war er unterwegs. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat.
Seine Notizen. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Krota. Ist gar nicht weit von hier. Klingt wie eine Todesfalle. Der Boden ist hier kilometerweit untertunnelt. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Da vorne, ein gefallener Hüter. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Besser auf Abstand. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Empfange das ersterbende Licht eines Geistes. Da drin. Der Geist ist tot, aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen.
Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der es beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. Die Schar hat den Mond völlig zerfressen und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Der Ritter ist in der Nähe. Er ist mächtig und nicht alleine. Aber dieser Ritter hat den Schlüssel zum Grab. Wir müssen ihn töten. Schlüssel zum Grab. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Das sollte uns direkt zum Grab führen. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine.
Da! Da ist es! Okay, sobald ich eindringe, werden sie hinter uns her sein. Also Augen auf. So viel. Sie haben die Wegensteingrenze durchbrochen. Ich habe alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit Tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Ich warne die Stadt. Verschwinden wir. Ich habe die Kryptarchenaufzeichnungen nach dem Tempel von Krota durchkämmt. Hör zu. Vor langer Zeit eroberte Krota den Mond. Sein Schwert war so dunkel, dass es alles Licht verschlang. Nun schläft Krota, nicht aber das Schwert. Die Warlocks gehen davon aus, dass die Schwarmprinzen es in einer Kammer bewachen. Wenn du uns das Schwert bringst, sorgen wir dafür, dass es niemand mehr führen wird. Um das Schwert zu vernichten, müssen wir seine Macher, die Schwarmprinzen, finden und töten.
Ich will ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich orte das Schwert durch das Licht der Hüter, die es getötet hat. Etwas weiter unten. Das Schwert ist nah. Ich spüre seine Kraft. Erledige sie. Schnapp dir das Schwert. Das sollte sie hervorlocken. Vorsichtig! Seine Kraft ist dunkel. Schwarmblitzen wollen zum Schwert. Das Schwert ist weg. Sie sind alle erledigt. Es heißt, das war eine der stärksten Waffen, die die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Das glauben uns die Kryptarchen nie. Dringende Übertragung auf allen Kanälen. Vom Sprecher.
Nichts ist wichtiger. Wir glauben, dass die Schar dem Reisenden mit einem Ritual sein Licht entzieht. Was immer es ist, wir müssen es verstehen und zerstören. Dieses Ritual könnte in jeder der unzähligen Kammern hier stattfinden. Wenn wir Risse finden, die tief genug sind, kann ich die gesamte Scharfestung kartografieren. Moment, ich habe es. Aber wir müssen tiefer in den Tempel von Crota eindringen. Jemand versucht, Kontakt herzustellen. Vielleicht der Sprecher. Wir müssen ins Freie. Dort habe ich vielleicht ein stabiles Signal. Interessant. Vielleicht nicht übermäßig, aber vielversprechend. Wer spricht da? Ich weiß nicht. Das Signal bricht ab. Hüter, ich weiß, was du vorhast. Das ist mutig. Aber du hast hier draußen viele Feinde. Wo draußen? Geh hinunter und stell dich der Schar. Wenn du überlebst, finde mich. Signal abgebrochen. Ich habe nur Teilkoordinaten. Venus, nördliche Hemisphäre, Ishtar-Gebiet. Toll. Und was jetzt? Wir gehen runter. Hier ist sie, die dunkelste aller Scharkammern.
Ich sehe mir das mal an. Ein Bruchstück des Reisenden. Sie haben es gegen den Reisenden selbst eingesetzt. Sein Licht verschlungen. Aber wir haben es befreit. Es ist weg. Zu Hause. Und unsere neue Freundin meinte, auf der Venus gibt es noch schlimmere Feinde? Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Nichts. Mir gefällt es nicht, hergeschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Wir sind verbunden. Sparrow verfügbar. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Und sie können sich teleportieren. Na, großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online. Wegsensoren sollten sich vor uns befinden.
Diese Sensoren decken mehrere Kilometer ab. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Wir sind umzingelt. Hier ist es? Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Faszinierend. Ein Konflux nicht-baryonischer Ströme, die wohin führen? Nein, 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 nein! Es sind die Vex in Deckung! Was sind das für Dinger? Sind noch welche intakt, damit ich sie analysieren kann? Gut gekämpft. Du bist hier. Wir haben nicht viel Zeit. Wer bist du? Warum beobachtest du uns? Ich habe keine Zeit zu erklären, warum ich nichts erklären kann. Jawohl, jawohl. Ich weiß. Jawohl, was? Du warst nicht gemein, kleines Licht. Eigentlich bin ich ein Geist. Viele Hüter sind gefallen. Starke Hüter. Doch du hast es hierher geschafft. Ja, ich höre. Sie sind hier. Bei mir. Mit wem spricht sie da? Verstanden. Du brauchst meine Hilfe, Hüter. Hast du uns deswegen hergeführt? Sie führten uns her. Die Vex. So böse, dass sie selbst das Böse hassen. Du bist kein Hüter. Nein. Ich wurde nicht im Licht geschmiedet. Aber wo unsere Wege sich kreuzen, da könnte es krachen. Sagt dir der Schwarze Garten was? Wir kennen die Legenden. Unsere größte Bedrohung liegt da, wo diese Maschinen geboren werden. Finde den Schwarzen Garten und reiße sein Herz heraus. Nur dann kann der Reisende genesen. Kannst du uns dabei helfen? Mein Weg ist ein anderer. Nein. Wenn wir den Schwarzen Garten finden wollen, brauchen wir die Erwachten. Ah ja, die Erwachten. Weit draußen zwischen Licht und Dunkel. Man sollte sich für eine Seite entscheiden, kleines Licht. Selbst wenn es die falsche ist. Zu spät, ich komme. Wie viele? Position halten, Triebwerk aus und lasst euch nicht finden. Also, wie finden wir die Erwachten? Sie leben draußen am Rande der Dunkelheit. Der letzte Ort, den das Licht erreicht. Können wir nicht hier bei den Killerrobotern bleiben? Nein, kleines Licht. Bitte lass das.
das alles her? Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wie haben die Erwachten überlebt? Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen. Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Verzeihung. Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Einen Schlüssel. Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vextorlords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vexkopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder stirbt auf der Venus. Egal. Witzige Versprechen gibst, solltest du mit mir reden. Wenn wir einen Torlord ausschalten wollen, müssen wir wissen, wie die Dinger funktionieren. Finden wir den Größten, den wir erwischen, und schnappen uns sein Gehirn. Zu
Zuallererst muss ich in das Rex-Netzwerk eindringen, um einen Torlord hervorzulocken. Ich zeige dir den Weg. Folgendes wissen wir über die Torlords. 3 Stockwerke hoch beschützen die Reiche, die die Rex von der Zeit ausgeschlossen haben. Zeit? Das kann nicht stimmen. Es wäre vielleicht an der Zeit zu erwähnen, dass ich all ihre Transfertore stören musste, um den Torlord zu finden. Es wird also sicher nicht langweilig. Und dort finden wir den Torlord. Na los! Okay, ich schätze, du musst den Ring betreten. Vergiss nicht, das war nicht meine Idee.
Hüter nichts wie in den Schwarzen Garten. Holen wir uns den Schlüssel von der Königin. Es lebt noch. Und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Rückzug? Wurde kein Torlord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Wir müssen den Schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es Ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was Ihnen Eintritt gewährt. Warum? Wenn ihr Ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um. Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität. Zu einem Volk. Einer Königin und Schwester. Dann bitte. Nimm, was erforderlich ist. Schade. Ich fürchte, die Reise war umsonst. Vielleicht. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Mars. 84 Nord, 32 Ost. Meridianbucht. Ich habe Wohlwollen bewiesen, Hüter. Falls die Erwachten je einen Verbündeten brauchen sollten, erwarte ich Unterstützung. Du stehst tief in unserer Schuld, Hüter. Schon verstanden. Eure Hoheit. Viel Glück, vor allem im Sperrgebiet. Also, laut dieser Koordinaten ist das Tor zum Schwarzen Garten bei der verlorenen Stadt Freistadt. Sie ist seit dem Untergang im Sand begraben. Jetzt besetzen die Kabale den Mars. Und niemand kommt durch ihr Sperrgebiet. Das Tor zum Schwarzen Garten ist meilenweit weg und die Kabale stören die Orbitalkommunikation. Wenn du deinen Sparrow haben willst, müssen wir in einen der Bunker rein und das System abschalten. Okay, ich weiß Folgendes über die Kabale. 350 Kilo, schwer bewaffnet, jagen Planeten und Monde einfach so hoch. Nur damit du weißt, womit du es zu tun hast.
Sie sind drin. Ich schlage vor, wir vermeiden jegliche Konfrontation, bis wir sie besser verstehen. Leichter als ich dachte. Scanne nach irgendeiner Verbindung mit den Orbitalrastern. Schlüssel? Dagegen ist ja sogar das kompliziert. Oh, das war wohl eine Ausfallsicherung. Das war definitiv eine Ausfallsicherung. Sparrow ist bereit. Gehen wir weiter zum Tor. Die Kabale scheinen hier Krieg gegen die Vex zu führen. Vielleicht wissen Sie etwas über das Tor. Es gibt ein paar Außenposten in der Nähe des Tores. Sehen wir uns die mal an. Das ist das Tor. Wir kommen aber erst rein, wenn wir das Auge des Torlords erwecken. Mal sehen, was die Kabale tun.
Mal sehen, was sie über das Tor wissen. Beeindruckend. Die Kabale sind ins Wahrnehmungsgitter der Wex eingedrungen. Sind ganz schön viele. Aber ich glaube, die wissen auch nicht, was das Tor ist. Aber wenn wir das Auge des Torlords erwecken und in den Schwarzen Garten wollen, müssen wir wohl an den Kabalen vorbei. Okay, ich weiß, wie wir das Auge des Torlords aufladen können. Die Kabale haben in ihrer Kriegsbasis eine Wegsäule, die mit dem Tor zum Schwarzen Garten verbunden ist. Mit dieser Säule könnten wir das Auge aufladen. Allerdings sind die Kabale dort am stärksten. Also bist du hoffentlich bereit für einen Krieg. Da wären wir. Kämpfen wir uns in die Kriegsbasis. Ich glaube, die haben uns reingebeten. Fühlt sich nach Falle an. Bereit. Du weißt, was passiert, wenn ich Türen öffne. Thank you.
kommen näher. Wir müssen über diese Brücke. Da ist die Säule. Da vorne. Du nimmst die Kabale und ich das Auge. Eine Verbindung zur Säule. Bring mich hin. Keine Ahnung, was jetzt passiert.
Geschafft! Das Auge ist geladen. Los, in den Schwarzen Garten. Beenden wir das. Ich denke, wir haben nur eine einzige Chance. Wenn wir es schaffen, retten wir den Reisenden. Wenn nicht, erobern die Vex unsere Welten. Wie auch immer es ausgeht. Ich bereue nichts. Okay, das Auge des Torlords ist geladen. Gehen wir zum Tor. Die Vex werden immer mehr. Sie werden alles tun, um uns vom Schwarzen Garten fernzuhalten. Klappt das? Wo sind wir? Nichts kommt rein, nichts geht raus. Wenn das der Schwarze Garten ist, ist er außerhalb von Raum und Zeit. Sie sind in einer Art Stasis. Unten ist etwas extrem Dunkles. Das muss das Herz des Schwarzen Gartens sein.
Sackgasse. Das Herz ist ganz in der Nähe. Das ist alles eine einzige Maschine. Bring mich zu diesen Clustern. Manipulieren. Ich muss nur die Verschlüsselungen knacken. Geschafft! Jetzt die andere. Es funktioniert. Eine Säule formt sich. Langsam alles sehen. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Noch Zugang als Torlord. Los. Was auch sonst.
Kannst du auch Götter töten? Ich habe wohl keine Wahl. Passiert was? Diese riesigen Statuen erwachen zum Leben! Weiter! Thank you.
Ich empfange ein Signal. Wir sind zurück auf dem Mars. Pings von überall im System. Andere Geister. Ein Schleier der Dunkelheit wurde gelüftet. Das Licht ist zum Reisenden zurückgekehrt. Der Sprecher ruft uns zurück. Jahrhundertelang haben wir die nahende Dunkelheit gefürchtet. Wir versteckten uns unter einem gefallenen Gott. Das ist jetzt vorbei. Diese Hüter zeigen uns, was wir sind, was wir immer waren und wieder sein werden. Wir sind das, was vom Licht übrig ist, und nichts wird uns auslöschen. Ein Tag der Lobreden und Orden. Doch der wahre Kampf findet da draußen statt. Nimm das. Da draußen ist so vieles, Hüter. Ich habe schreckliche Dinge aus der Dunkelheit gesehen. Und sie kommen immer näher. Jedes Ende ist ein Anfang. Unser Kampf ist lange nicht vorbei. Als dein Geist dich erweckte, wurde dein Licht zu unserem Leuchtfeuer. Du hast die Stadt gegen die Mächte der Dunkelheit verteidigt. Atheon, Krota, Oryx, Axis. Und wirst du gerufen, wirst du es wieder tun. Die Kinder der Stadt erzählen sich von dir und wollen Hüter sein. Sie werden mutiger und stärker mit jedem Wort. Sie haben keine Angst mehr. Du hast ihnen und mir gezeigt, was Hoffnung ist. Mit dir beginnt ein neues Zeitalter. Das Zeitalter des Triumphs, der Erinnerung. Heute, morgen und immer kämpfst du für uns. Du kämpfst für den Reisenden und für die Flüchtlinge tausender Nationen, die nach Zuflucht suchten. Wir danken dir, Hüter, und werden es nie vergessen.